Rebecca, in Deutschland läuft gerade eine sehr angeheizte Diskussion darüber, ob Rumänen, Bulgaren, andere Armutsflüchtlinge unser Sozialsystem ausnutzen. Stimmt das? Verstehst du das? Diese Diskussion hat angefangen, weil seit dem 1. Januar die Arbeitnehmerfreizügigkeit auch für Bulgarien und Rumänien und ihre Bürgerinnen und Bürger in der ganzen EU gilt. Ich bin völlig fassungslos gewesen darüber, dass gerade Deutschland, dass diesen Termin der Freizügigkeit für die beiden Länder so weit wie möglich nach hinten geschoben hat, dass Deutschland sich auf diesen Termin offensichtlich nicht wirklich vorbereitet hatte und dass stattdessen eine eher doch in der Tendenz fremdenfeindliche und auch egoistische Debattentonart angeschlagen worden ist von der CSU. Aber warum müssen wir die Rumänen und Bulgaren denn zu uns reinlassen? Die Freizügigkeit in der Europäischen Union und eben auch die Freizügigkeit, damit die Bürgerinnen und Bürger aus allen Ländern in der ganzen EU arbeiten können, ist eines der wichtigsten, nicht nur Freiheitsprinzipien. Auf diesem Prinzip der Freizügigkeit basiert ja auch, dass Menschen in der EU ein besseres Leben finden können. Also der Gedanke des Ausgleichs, dass die Chancen angeglichen werden sollen in der Europäischen Union, der fußt eben auch in dieser Freizügigkeit für Arbeitnehmer. Wenn ich in Bulgarien und in Rumänien, obwohl ich ausgebildet bin, obwohl ich arbeiten will, obwohl ich fleißig bin, keine Chance habe, mein Leben zu machen, dann kann ich mich entscheiden, woanders hinzugehen. Ich nütze, wenn ich legal arbeite, dann natürlich genauso wie ein deutscher Arbeitnehmer in Deutschland. Ich schicke Geld zurück nach Bulgarien und Rumänien und auch da entwickelt sich was Gutes wegen dieser Freizügigkeit. Woher kommt das dann, dass wir diese Diskussion haben in Deutschland? Gibt es da nicht doch irgendwie einen Grund für? Ich glaube, es gibt so eigentlich gar keinen Grund in Deutschland. Und zwar erstens nicht, weil Deutschland das Land ist immer noch in der Europäischen Union, das wirtschaftlich vom Zusammenhang und Zusammenhalt, ja, und dazu gehört die Freizügigkeit, profitiert, am meisten profitiert. Und zweitens ist es so, dass Deutschland, die Deutschen, doch sehr stark in den letzten Jahren profitiert haben von Leuten, die aus ganz Osteuropa zu uns gekommen sind, die Alte gepflegt haben, die Kranke gepflegt haben, die als Schwarzarbeiter auf dem Bau waren, die oft eben nicht legal gearbeitet haben. Diese billigen Arbeitskräfte waren sehr willkommen, sind immer noch sehr willkommen. Wir haben Scheinselbstständigkeit ausgenutzt bis zum Anschlag. Jetzt geht es eben darum, das Ganze durchweg zu legalisieren. Und das bedeutet dann eben nicht eine Belastung der Sozialsysteme, sondern es bedeutet, dass man für alle diejenigen, die in Deutschland arbeiten, auch soziale Sicherheit garantiert. Welche Rolle spielen in der Diskussion die Sinti und Roma? Ein Problem, das wir in etlichen ost- und südosteuropäischen Ländern haben, ist die wahnsinnige Armut, die Ausgrenzung, auch Verachtung der Roma. Und ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass diese Diskussion über die Freizügigkeit von Arbeitnehmern, dass das nicht eine Diskussion ist, die sich weiter und weiter gegen genau Sinti und Roma richtet. Es gibt latent einen unglaublich hartnäckigen Antiziganismus und das muss angegangen werden. Und ich glaube eben, dass es sowohl richtig ist, den Roma, die nach Deutschland kommen, bei uns zu helfen, aber es ist auch richtig, sich insgesamt mit der Roma-Strategie in Europa neu auseinanderzusetzen, weil die Verhältnisse, unter denen die in Bulgarien, Rumänien, aber auch in Ungarn und in anderen Ländern des Osten leben, die sind überhaupt nicht tolerabel. Gibt es trotzdem Dinge, die jetzt noch passieren müssen, auf deutscher Ebene oder auf europäischer Ebene, um die Diskussion auch wieder zu beruhigen und dieses System gut am Laufen zu halten? So, es zeigt sich ja, dass gerade in dieser ganzen Unterschiedlichkeit der Sozialsysteme in der Europäischen Union, dass da die Notwendigkeit der Klärung da ist. Also wie geht man mit Ansprüchen, die entstehen einfach durch diese Freizügigkeit, wie geht man damit um? Wie macht man die Sozialsysteme an den Stellen, wo es erforderlich ist, auf? Und ganz besonders dringlich ist die Klärung für die Kinder, die dann auch ihre Heimatländer verlassen, und zwar auch nur für die, die
zu Hause bleiben, für die kann das natürlich nicht gelten. Und ich glaube aber, Deutschland als reichste Ökonomie kann wirklich nicht nur die Rosinen aus der Freizügigkeit rauspicken, sondern muss die vielen Vorteile, die wir dadurch bekommen und die Europa dadurch hat, muss das auch durch dann eben diese Übernahme von einigen Lasten, wobei das alles nicht so viel ist, muss das dadurch auch unterfüttern. Dankeschön.